Hey Leute, willkommen zurück zu Bridge Constructor Portal. Ja, wir sind in Kammer 23 angekommen. Unsere Glücksfunzel steht da hinten immer noch. Hat uns in der letzten Folge echt viel Glück gebracht. So, Dampe, jetzt helfen wir weiter. So, schauen wir mal, was haben wir denn da? Wir haben einen Schalter, wir haben noch einen Schalter, wir haben vier Schalter und einen Laser. Fahren wir mal drauf los. Okay. Das heißt, sie kommen hier immer im Wechsel an. Die müssen von unten nach oben. Von unten nach oben. Von oben nach unten. Aha. So. Das erstmal so machen, das nochmal weg und bauen hier nochmal einen durch. Ah, Moment, die können doch von da oben eigentlich da entspannt durchjumpen. Wie weit springen die denn von da oben eigentlich da runter? Fahren. Wie weit springen die von da oben? Bis da vorne. Und die muss hier unten abfangen. Okay. Das sollte ja noch machbar sein. Und die springen schon relativ hoch. Dass wir die eigentlich nur noch so abfangen brauchen, ne? Mit den da oben noch ran. Ja, fast. Weiter so machen und den nochmal da dran. Ob das mit einem Band hält. Und ob die da überhaupt hochkommen. Fragen über Fragen. Das Band hält gar nichts. Es hängt so schlaff durch. Ja, fast. Und hält nicht ganz. Hält eher so medium. Der muss also doch noch so. Der hier unten hält natürlich null. Weil die mit ganz schön Wucht da aufschlagen. Wir haben ja noch Kabel. Wir könnten das nochmal von hier hinten ankabeln, so ein bisschen. Vielleicht reicht das schon. Brauchen wir gar keinen ranmachen, weil das ist ja im Endeffekt nichts. Noch ein Kabel ran, die aber da. Da auch nicht, da auch nicht. Wir das hier nochmal so machen und den so. Ne, dann machen wir noch einen Zwischenpunkt rein. Kabeln das von zwei Seiten an. So. Sieht scheiße aus, aber könnte halten. Oh, die kommen ganz smooth hoch, kommen da oben nicht durch. Und die fallen easy runter. Kommt denn der da nicht hoch? Interessant, dass der da nicht hoch... Schaffen die so einen Winkel? Machen wir mal ein bisschen länger. Sind das eigentlich hier unten doch nur ein bisschen weiter bauen? Irgendwie abstützen nach oben. Oder von oben. Noch ein paar. Ah, da geht gar keine Bänder durch. Das ist nicht so schön. So. Geht auch kein Band durch. Nee. Ja, das hält natürlich dann auch entsprechend super. Aber da kriegen wir, da können wir es einfach durchbauen. Wir können es einfach durchbauen. Okay, dann bauen wir das da einfach durch. Und machen das da oben fest, so. Wieso hat er das jetzt entfernt? Das sollte er nicht. Hat er aber egal.
Und so? Sieht jetzt auch nicht viel stabiler aus. Frage ist noch, kommen die da jetzt noch hoch? Da kommen sie hoch, da auch. Die dürfen da nicht gegenkommen. Die dürfen da nicht gegenkommen. Von oben. Hier noch ein bisschen höher vom Winkel. Okay, da geht das Band weg. Machen wir so. Oh, das Band hat so viel ausgemacht. Hat das so viel ausgemacht, ein Band? Wow. Okay, jetzt landen sie direkt da oben. Die stürzen jetzt dahin, aber drehen sich richtig. Problem ist, sie dürfen sich nicht drehen. Kriegen wir so eine Straße hier zwischen? Das Band ist im Weg. Können wir in einem Band da keine Straße hinbauen? Die dürfen sich nicht so drehen. Das ist ein Problem, wenn die sich drehen. Ein extremes Problem. Ah, wir kriegen sogar Bänder durch. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Vielleicht. Kriegen wir hier irgendwo noch eins ran? So zusätzlich? Ja, da. Das war schon eins. Okay. Fahren. Das hier hinten sollte wieder einfacher werden. Die dürfen sich ja nicht drehen. Der fliegt aber extrem hoch. Ja. Das sieht besser aus. Die hier oben können jumpen. Die oben können eigentlich so jumpen. Und hier unten können eigentlich entspannt hochfahren. So theoretisch. Und wenn ich, ja gut, dann halt ich, ne? Dann, was habe ich da gerade gebaut? Ich weiß es nicht. Sieht nicht schön aus. So. Irgendwas da oben noch mal dran. Da können wir das alles unten abstützen? Alles auf der einen Konstruktion hier? Oh, da kommt nicht hin. Mhm. So, aber. Aber da oben nicht. Nee. Okay, wir können es unten ankabeln, aber wie kriegen wir den hier oben fest? Ja, ne, wie kriegen wir den? Wir könnten den hier unten aufliegen lassen. So ungefähr, aber hält das dann hier unten das alles? Wir zusätzlich Bänder ran machen? Vielleicht schon. Test. Es ist ein bisschen instabil. Nein, kein Band. Schatriebe. Das sollte eigentlich keine Straße werden. Hallo. Ah, geht doch. Wir müssen ja ein bisschen Stabilität reinkriegen. Sieht zwar scheiße aus, was ich da mache, aber es ist nicht immer so. Kriegen wir da so ein Band durch? Nee, also bringt die hier eigentlich gar nichts. Oh, so geht's. So geht's. So kriegen wir das noch da dran und können da nichts mehr dran basteln. Wir fahren einfach. Mal gucken. Der lässt den durch. Die machen auch immer im Wechsel auf und zu. Ah, hält aber. 14! Konvoi mit 14 Fahrzeugen? Ja, passt schon. Passt schon. Eventuell. Gott, wird das halten? Oder pauken die sich hier irgendwo gegenseitig weg? Bis jetzt sieht es eigentlich okay aus. Es hält erstaunlicherweise.
Jo, läuft. Das kann man bestimmt auch einfacher bauen, aber nicht bei mir. Treuer Begleiter Kammer 24. The weighted companion cube can also be used as a portable defense against turret fire. Ach, der Würfel kann die Schüsse abwehren. Okay. Okay. Wir kommen da raus. Müssen aber den Schalter da aktivieren. Können wir nicht über das Geschütz rüber? Können wir nicht scannen bis da oben? Wir müssen also erst unten ins Portal rein. Können wir uns doch eigentlich so abfangen, ne? Theoretisch. Geht das mit Bändern? Reichen da Bänder? Oh, da kommt er gar nicht ran. Mäh. Ich fürchte, die werden aber die Wucht nicht aushalten. Oder? Wird direkt rot. Aktiviert und jetzt muss der Würfel da allerdings auch irgendwie noch rüberkommen. Der wird nicht halten. Der wird niemals einen Konvoi aushalten. So, wir müssen allerdings auch da und dann noch rüberkommen. Wir müssen da allerdings einen kleinen Jump drin haben, ne? So ein bisschen. Die müssen durchfallen können und wir müssen da rüberkommen. Wir brauchen die ja eigentlich nur tiefer bauen, aber die müssen ja den Würfel auch noch vernünftig mitnehmen. Kommen die da rüber und nehmen die den Würfel mit? Die dürfen ja nicht über den Würfel rüberspringen. Also darf es kein hoher Sprung werden. So sind die Ankerpunkte hier unten. I don't know. So, fährt rüber, nimmt den Würfel mit. Und landet im großen Staubsauger. Alles klar, Konvoi, testen wir das mal, ob das hält. Oder ob das Band reißt. Nein! Nein! Ist jetzt der Wagen explodiert? Ja, ist. Ja, was lief da schief? Die hat zu stark geschwankt, ne? Dadurch sind die in einem anderen Winkel runtergefahren. Dies war zu stark am Schwanken. Und was hier oben nochmal fest. Wenn wir es denn auch übereinander klicken würden, Schnitt, ja? So, vielleicht hält das besser. Ne, der schwankt enorm mit, weil hier so viel Last drauf ist. Ja, aber diesmal ist er... nein! Ernsthaft? Warum? Komm, wir fangen das jetzt noch von unten ab und... sorgen dafür, dass das vielleicht hält. Oder so. Bauen wir hier noch eine riesen Mega-Unterkonstruktion hin. So. Schieben das noch dahin. So runter. Und hoffen, dass es hält. Denn ist da enorm viel Last drauf. Egal, Kabel ran. So, Konvoi. Jetzt aber verdammt nochmal. Aus irgendeinem Grund hat das hier oben nicht mehr gehalten. Beim letzten, aber jetzt hält's. Jo.
Läuft! Next one. Gegenverkehr. Wow. Wobei hier ist einfach nur ein Schalter und Portale. Die müssen also rüber und wieder zurück. Aha. So, hier ist ein Beschleunigungsding. Wie weit fliegen die denn mit dem Teil? Nicht so weit. Fliegen gar nicht mal so weit. Das heißt aber eigentlich, wir brauchen hier nur eine Doppelbrücke hinbauen. Müssen sie leicht hoch? So, das Ganze, mal das jetzt mit Kabeln festmachen, hält das da unten ja schon mal. Nein. Gut. Obwohl, die stürzen ja dann eher drauf. Nicht mit dem Kabel. Auf dem Kabel kannst du nicht gut fahren. So, und das machen wir von unten fest. So, das geht hier allerdings nicht. Okay, das geht hier nicht. Geht aber eventuell so. Ja. Okay, die fahren dann da rein, kommen da raus. Die kommen da raus, aber... Wo fangen wir die ab? Und wie weit kommen die raus? Theoretisch einfach nur hier oben drüber noch eine Brücke bauen, ne? Kann man eigentlich auch gerade nach unten machen. Ja, aber wie kriegt man das dann fest? Dann stütze ich ja alles hier unten ab. Ach so, Moment. Das war dumm. Ich brauch das doch gar nicht von unten abstützen, wenn... das doch so machen können. Ja, das ist, glaube ich, sogar sinnvoller. Weil das hier so ganz normal, standardmäßig so machen. Und daraus sogar direkt eine Straße machen, dann haben wir das doch sogar gleich doppelt. Aber wie weit fliegen die da raus? Die dürfen sich ja hinten auch nicht in die Quere kommen, ne? Das ist dann das nächste Problem. Dass die sich da nicht in die Quere kommen, dann da hinten. Beeinträchtige ich das Geschwindigkeitspad, wenn ich das so mache? Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. So, das können wir hier doppelt ankabeln. Das da unten ist doppelt gekabelt. Das ist durch den abgestützt. Das können wir hier vielleicht nochmal zur Sicherheit so machen. So, testen. Es hält, wenn die weit genug rausfliegen. Vielleicht. Das hält auch. Kommen die da überhaupt durch? Okay, kommen da durch. Kommen da oben nicht an. Okay. Kommen da oben nicht an. Können wir es aber so machen. So müssten sie doch eigentlich, unsere kleinen Paketwagenfahrer, müssten doch dann da oben ankommen. Und ganz entspannt zurückfahren können. Oder nicht?
So, fährt rein. Kommt ganz smooth an, schert die Beifahrer ab und kommt durch. Konvoi? Boah, Alter, hoffentlich kommen die sich hier nicht in die Quere. Die dürfen ja nicht sich hier gegenseitig wegrammen. Nicht, dass sie sich hier wegrammeln. Weil das ist, die Beifahrer sind egal. Doch, er pokt ihn weg, aber... Aber... Jetzt überschlagen die sich. Aber irgendwie kommen sie durch. Doch, 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 das geht. Ja. Wer braucht schon Beifahrer? Die können ruhig in die Säure fallen. Nicht nix worden. Geänderte Flugkoordinaten. For the first time, a completely free-hanging bridge construction is required in the upper section of this test chamber. Freihängende Brückenkonstruktion. We are now required to provide this inspirational quote. Uninitialized database. Likewise, there is no shame in researching effective construction methods in the Library of Best Practices. Ach, die Bibliothek. Ach, komm. Learning by failing. Okay, sie müssen von da oben ins Portal rein. Und wir haben nur einen Ankerpunkt da oben. Okay. Okay, das heißt, wir müssten dann hier oben so ein... Können wir hier mehrere rausbauen? Wenn ja, wie viele? Drei? Wie kriegen wir da oben durch? Ich will hier so viele Dinger wie möglich haben. So, packen wir die erstmal auf eine Höhe. Dann haben wir hier schon mal 2, 3, 4, 5. Wieso sind die so rum und die so rum? Na, ist egal. Na, wir kriegen ja noch einen raus, ne? Zack. Ja, da kriegst du aber richtig viel rausgebaut, ne? Ich habe da eine Idee. Wenn das so freihängend sein soll, brauchen wir hier oben so viele Punkte wie möglich. Was ist denn da Anfang irgendwo? Wir müssen bloß darüber kommen. So, das aufliegt. Da können wir hier oben 100.000 Kabel dran setzen, dann müsste das theoretisch doch halten. Da wurde um 1000 Ankerpunkte, wo wir jetzt ein Kabel anbringen könnten. Wahrscheinlich haben wir dazu viele, aber das macht nichts. Aber so viele brauchen wir echt nicht, das war schon leicht übertrieben. Jetzt können wir hier hunderte Kabel dranhängen und dann sollte das doch eigentlich halten. Habe ich zwar noch keine Übersicht, wo ich hier was rangesetzt habe, aber das wird schon gehen. So viele Kabel wie möglich ran. Geht das dann? Hält das? Ja, hier außen sind nicht so viele, ne? Kriegen wir da noch was hin? Wirklich, aber gut, das liegt im Endeffekt grobe Richtung auf. Ja gut, wenn das hier oben natürlich auch einfach so frei rumhängt, ist klar, dass das nicht hält. Wenn die jetzt hier noch zusammenbinden, können die schon mal nicht abhauen. Aber der hält halt mal gar nicht, ne? Ja, wie soll das auch? Wie soll er da auch halten? Hätte ich das nicht mit Bändern machen sollen. Aber wir können es doch eigentlich nicht mit dem Band hier einfach weiterbauen. Und hätten dann da eigentlich vielleicht sogar genügend Gegengewicht, dass das nicht abhaut.
soll das mit Gegengewicht noch regeln? Funktioniert das? Schwankt ein bisschen, aber hält. Okay, und die werden wir da oben ultra hart zerlasern. Müssen die da oben abfangen und dann, dass die irgendwie hier unten landen. Müssen eigentlich nur... Nee. Das ist zu niedrig. Okay. So, hier können wir eigentlich ganz normal... Moment. Wir müssen die da oben ja nur abfangen. Hey. Können wir doch eigentlich so einen Turm hinstellen. Oh, wir überziehen. Wir überziehen die Folge wahrscheinlich gleich ein bisschen. Ja, wie so oft. Den schiefen Turm von Schnittestan haben wir da gerade. Reichen da Kabel? Wobei, die werden damit ziemlich viel Wucht aufschlagen, ne? 5 Stück, das wird da oben schon irgendwie halten. Ja, fast. Das muss nur ein bisschen länger. Und das schwankt extrem. Klar schwankt das so scheiße, wie das gebaut ist. Das muss ja schwanken. Wenn wir das noch so durchziehen und hier unten nochmal aufliegen lassen. Bringt das was oder eher nicht so? Ja, es ist der schiefe Turm von Schnittestan. Ne? Ja, ganz klar. Der pocht entspannt oben gegen und wird hier wahrscheinlich das Band reißen beim Konvoi. Das machen wir doch mal fester, bevor wir den Konvoi da durchjagen. Und das auch irgendwie. Bauen dann noch mal sowas hin. Es wird nicht halten. Es wird den Konvoi einfach nicht überleben. Da bin ich mir zu 92% sicher. 92, ist das eine Zahl? Seit heute schon. Seit heute ist 1290 eine neue Zahl. Habe ich soeben erfunden, werde ich auch direkt ein Patent anmelden. Konvoi. Ne? Patentnummer 0815, wird schon hinhauen. Er kommt noch durch, da oben. Wichtig ist, dass die Autos durchkommen. Ob das da oben einstürzt, ist egal. Es hat gehalten. Next one. Energiekapsel von vorn, Kammer 27, werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Bis denn dann und ciao.